Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth in der Savior-Mod immer noch. Uns fehlen ja immer noch ein paar Challenges und deswegen machen wir wieder eine Challenge. Letztes Mal haben wir die Knifing-A-Wow-Challenge gemacht, die war recht easy, würde ich sagen. Und jetzt können wir uns aussuchen, welche der letzten Challenges wir noch machen werden. Ich meinte glaube ich, dass wir die Bump-A-Challenge nicht machen, weil die langweilig sich anhört, weil wir da wahrscheinlich einfach nur den Bump-Fight haben. Ich schaue einfach mal rein, was wir da haben. Vielleicht ist sie ja doch ein bisschen cool. Ne, wir haben einfach nur die beiden Bettler und Humble Bundle. Die, also das, da habe ich irgendwie keine Lust zu. Keine Ahnung. Dann Glitch, da denke ich, haben wir einfach nur diesen Kompass, diesen Glitch-Kompass. Jupp. Oh. Habt ihr das gesehen? Die sahen auch so glitchy aus. Ah, und wir kriegen in jeder Ebene neue Sachen. Das könnte eigentlich ganz cool sein. Okay, spielen wir das. Spielen wir die Challenge. Glitch ist wahrscheinlich ganz cool, weil wir halt diesen Glitch-Ding, daran habe ich gar nicht gedacht gehabt. Wir haben dieses Glitch-Teil. Ja, dieses, wie heißt denn das? Glitch-Ding halt. Das heißt, wenn wir eine neue Ebene betreten, dann werden unsere ganzen Items anders sein. Und ich habe mich gerade schon gefragt, ob wir dann hier wenigstens goldene Räume bekommen. Und ja, bekommen wir. Weil sonst wäre das ja witzlos. Ohne Items, dass die alle wieder gerewollt werden. Und von daher, das kann eigentlich recht interessant sein. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn wir diesen Kompass da einsetzen, diesen Glitch-Kompass, der unser Space-Item ist, wenn wir den einsetzen, dass wir ziemlich häufig im Error-Raum landen. Und aus diesem Grund werde ich den auch erst einsetzen, sobald wir den Boss besiegt haben. Also mit dem Glitch-Kompass kann man halt zu verschiedenen Orten kommen. Einmal zum Error-Raum mit ein bisschen Glück, was aber irgendwie ganz schön häufig passiert. Oder in den Black Market oder in den Shop oder wo auch immer hin. Überall, wo ein das Glück hinführt. Und von daher, da einen aber halt auch in den Dingsraum teleportiert, machen wir das lieber so. So, was bringt die Pandoras Box hier unten? Ich habe keine Ahnung. Von daher nehme ich es einfach mal mit und setze es ein. Na, zwei blaue Herzen. Sehr schön. Das habe ich sogar gehofft, dass es irgendwie blaue Herzen gibt. Und das hat uns blaue Herzen gegeben. Da oben geht es sogar weiter. Das habe ich eben gar nicht gesehen. Und noch ist unser Schaden immerhin richtig gut, weil wir halt der Black Judas sind. Der Black Judas. Und der Black Judas hat ja bei seinem zweiten Leben mehr Damage als beim ersten. Range Down ist uns jetzt, ja, ich würde sagen, unsere Range ist immer noch genug. So. Erstmal das Explosive töten. Immer erst das Explosive töten. Das ist immer eine gute Idee. So. Da bin ich mal gespannt, was wir gleich für Items bekommen. Wird das Space-Item nicht auch gerewollt damit? Wahrscheinlich nicht, aber gut. Judgment, das ist nur ein Bettler. Danke für den Schlüssel. Okay, dann setzen wir das einmal ein und wir sind in den Geheimraum teleportiert werden. Okay, auch nicht schlecht. Das können wir auf jeden Fall auch mal mitnehmen. So. Okay, dann haben wir da sogar noch ein paar Batterien. Das heißt, wir können das noch zweimal machen. Kommen wir jetzt hin. In den Errorraum. Sag ich ja. Das kommt richtig häufig, dass man in den Errorraum kommt. Ist einfach so. Alles öffnet hier. Die Zecke also, ja? Nee, wollen wir nicht. Genau aus diesem Grund werde ich das auch immer erst einsetzen, sobald ich den Boss besiegt habe. Hier, was haben wir da um uns rum? Hä? Oh nee, sag bloß, wir haben... Wer ist diese Binde? Von wem kam die nochmal? Von welchem Charakter? Lazarus. Vergesse ich jedes Mal. Wir haben diese Lazarus-Binde. Das ist doch auch was Schönes. Danke, Münze. Geh einfach an dieselbe Position, wo du auch eben warst. So eine Bastardmünze. Egal, wir haben sowieso genug Geld. Aber schön, endlich mal eine Challenge mit goldenen Räumen und mit Chops. Okay, der D4 ist jetzt nicht ganz so cool. Chocolate Milk könnten wir eigentlich mitnehmen. Achso, wir können eigentlich mal gucken, was wir jetzt bekommen haben. Wir haben die Sad Onion bekommen.
Das heißt, wir sollten eigentlich ein bisschen schneller angreifen, aber egal. Eventuell sollten wir mehr Items mitnehmen, damit sich mehr Rewold und damit es witziger wird. Jetzt überlege ich, ob ich die... Ja, komm. Wir nehmen die Chocolate Milk mal mit. Wird eh gleich gerewold. Oh, wir sehen jetzt nicht mehr so aus wie eben. Aber es sind immer noch dunkel. Au. Eigentlich mag ich die Chocolate Milk nicht, weil man dann immer so drücken muss. Aber eigentlich ist sie gut. Man schießt schneller, man kann aufladen und kann dann, wenn nur ein Gegner im Raum ist, den quasi sofort töten. Also eigentlich ist das echt ganz gut, die Chocolate Milk. Aber ich mag sie nicht. Also eigentlich nehme ich sie nicht mit. Nur für euch diesmal, nur für euch. Moment, ich will, glaube ich, das Geld hier oben haben. Das ist sogar ein blauer Stein, lol. Okay, danke. Gut, dass ich den nochmal haben wollte. So, wir haben eine 48 Energiepille. Bedeutet also, nachdem wir den Boss besiegt haben, können wir uns wieder ein paar Mal rewollen. Und, können wir ein paar Mal unser Space-Item benutzen. Und dann mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit in den Error-Raum nochmal kommen. So, das ist die Frage, wo waren wir noch nicht? Oh nein, ich habe mich verlaufen. Da waren wir auch schon. Da habe ich eben auch schon Leben verloren. Hä, wo geht's weiter? Okay. Ich bin verwirrt. Hier links waren wir auch schon. Da geht's nicht weiter. Hä? Moment. Aber hier rechts waren wir auch. Da geht's doch auch nicht weiter. Hä? Okay, Leute, ich bin verwirrt. Müssen wir uns mit unserem Kompass raus teleporten? Das kann ich mir nicht vorstellen. Oder ging's da links weiter? Nee. Verdammt, seist du, Curse of the Darkness. Erstmal nachgucken, wie der Curse heißt. Hey Leute, es geht nicht weiter. Okay, wir gucken uns jetzt jeden Raum einmal an. So, da rechts ist der Shop. Da geht's nicht weiter. Hier ist nix. Da rechts ist auch nix. Okay. Dann, hier ist eine Arcade. Hier oben geht's nicht weiter. Wir können also nur rechts gehen. Unten ist nix, rechts ist nix. Wir können also nur nach oben gehen. So, links ist nix, oben ist was, rechts ist was. Wir gehen mal nach oben. Rechts, oh. Okay, da war doch noch eine Tür. Ich nehme alles zurück. Ich dachte schon, ich hätte das Spiel kaputt gemacht. Und wir kriegen The Soul. Yay. I like The Soul. The Soul war doch das, oh Gott, wo die ganzen Projektile wegfliegen, oder? Ich glaube schon. Können wir mal ausprobieren? Jo. Da schießen wir die zurück. Nee. So ein Zehennagel will ich nicht wirklich, danke. Oh, machen wir guten Schaden damit? Ja. Ist recht nett. So. Okay, Range Up. Was kriegen wir hier Schönes? So ein Humble Bundle ist eigentlich ganz cool, aber drei Leben dafür zu opfern, ist eher weniger cool. Nee, nehme ich nicht mit. Ich setze mal meinen Dingsbums hier ein. Und wir sind wieder im Error-Raum. Ich sag's ja. Damit kommt man so häufig in den Error-Raum, das ist unglaublich. Okay, kriegen sogar ein sehr nettes Item. Ein geiles Damage Up. Oh ja. Sieht man ja sofort. Oh. Sieht man echt sofort. Und gleich beim ersten Versuch. Ist nett. Guck mal, I am Error glitscht auch so rum wie wir. Auch voll der Glitch. Oh nein, was? Okay, was auch immer. Ja, gut. Wir haben, glaube ich, nette Items. Wie viel Schaden machen wir? Nicht mehr so viel wie eben. Aber dafür haben wir Bounce Tears. Oh. Bounce the Lovely Tears. Oh, geil. Yay. Wieso haben wir eigentlich die ganze Zeit Curse of the Darkness? Finde ich jetzt nicht ganz so cool. Aber passt schon. Plum, 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 plum. Bounce, bounce. Bounce, bounce. Los. Drehen. Bounce die Gegner tot. Dankeschön. Was haben wir hier Schönes? PhD. Wer nimmt das Ding hier mit? So ein Parasite Shot ist immer cool. Ich mag Parasite Shot. Jetzt bounce hier noch mehr rum. Wenn wir jetzt noch ein bisschen. Lol. Range Up finden. Warte. Unsere Range ist schon sau hoch. Dann fliegen die Dinger einfach richtig weit.
Und die teilen sich halt jedes Mal auf. Ist schon ganz witzig. So. Hi, Pestilence. Aua. Bounce ihn zu Tode. Bounce ihn zu Tode. Los. Sehr gut. So. Da haben wir unser Cube of Meat. Ist hier oben noch was? Nö. Setzen wir unser Dings hier ein. Kommt nur in den Geheimraum. Das heißt, ich setze mal die 48 Stunden Energiepille ein. Wo sind wir jetzt? Im Supergeheimraum? Okay. Ist jetzt die Frage, wie kommen wir in den anderen Geheimraum wieder rein? Da war noch eine Batterie. Oh Gott, wo war das? Oh Gott, wir wissen es nicht. Weil die Map dunkel ist. Da vielleicht? Nee. Normaler Geheimraum. Ja, können wir ja ewig suchen. Aber ich will doch in den Errorraum. Da gibt es immer so schöne Sachen. Da nicht, da nicht. Vielleicht hier? Ja, okay. Sehr gut. Tesa, nett. Und... Oh, wir waren im goldenen Raum noch nicht mal. Oh nein, der Cursed Shot. Das ist jetzt natürlich nicht so geil. Aber okay. Ist ja gleich wieder weg. Von daher uns egal. Ist uns egal. Okay. Sind wir mit der Ebene auch fertig? Hä, unser Auge blinkt ja sogar so richtig behindert. Das ist natürlich... Nein! Die Batterie! Ich hätte die Batterie kaufen sollen. Komm, gib uns Geld. Blöd, Mann. Shit. Ich habe mir lieber ein blaues Herz gekauft. Nein. Naja, gut. Dann halt kein Errorraum. Schade. Und im Errorraum meine Hunde bellen. Warum auch immer. Plupp. Oh, was? Okay, unser Schaden ist wieder ganz okay. Auf jeden Fall sieht er okay aus. Okay, doch, ja. Unser Schaden ist gut. Wir haben wieder sehr viele Leben bekommen. Das ist nämlich das Geile. Immer wenn man rerollt, dann kriegt man immer ein paar Leben dazu. Weil da immer irgendwelche HP-Ups dabei sind. Das ist schon ganz cool. So, Devil, okay. Und wir haben die blaue Fliege dabei. Und wir haben unseren Splash Damage sogar behalten. Das ist ja auch cool. I like Splash Damage. Judas Zunge, nö. Oh, und wir können durch Sachen durchschießen? Nee, doch nicht. Doch nicht. Okay, so. Aua. Geht das sogar? Und wir haben diesen Golden Touch. Okay. Der ist auch interessant zu wissen. Nein, danke. Davon nehme ich einfach mal nichts mit. Dann, sonst würden wir wieder die Challenge verändern. Und das wollen wir nicht. Wir wollen die Challenge so spielen, wie sie zu spielen sein sollte. Ist halt die Frage, bringt denn dieses Glitch-Ding, dieser Kompass, immer in neue Räume? Also in Räume, in denen man noch nie drin war? Weil dann sollten wir eventuell erst den Bossraum, den goldenen Raum und alles mögliche und die ganzen Geheimräume erst ausfindig machen und dann erst den Kompass einsetzen, weil dann ist ja die Chance, in den Errorraum zu kommen, 100%, oder? Wenn man alles andere schon hat. Also eben hat uns das ja in drei verschiedene Räume gebracht, deswegen. Ups. Okay, Damage und HP ab. Und hier war irgendwo ein Devil Room, da rechts, da gehen wir hin. Hi. Wir haben jetzt sogar schon rote Tränen, hast du Angst vor uns? Solltest du haben. Wir sind nämlich gemeingefährlich. Und tschüss. Okay, Geheimraum. War irgendwo noch eine Batterie? Ich weiß es nicht. Ist mir auch egal. Wir gehen halt in die nächste Ebene. So. Und jetzt bin ich mal gespannt, was wir jetzt bekommen. Okay, wir sind ein Löwe mit schlechten Zähnen auf jeden Fall. Greifen nicht mehr so schnell an. Wir haben Maudado, wir haben dieses komische Kreuz. Da kann man drauf scheißen, was da steht. Man kommt da sowieso nicht drauf, was man hat. Oh nein, schnell raus, bevor wir noch ein Leben verlieren. Gut. Okay.
Unser Schaden ist gar nicht mal so hoch. Könnt besser. Oh Gott. Könnte besser sein. Nein, ich will diesen. Oh Gott. Diese Ebene sollten wir relativ schnell verlassen. Aber sowas von relativ schnell. Also sobald unser Kompass fertig ist, werde ich es sofort einsetzen. Hä? Ach, Gegner. Hi. Hier gibt's Gegner. Warum das denn? Los, Marado, fress ihn auf. Hä? Wir haben noch den Stier-Effekt? Okay. Also wir sind ein Löwenstier sind wir. Ein berüchtigter Löwenstier. So, so. Aua. Du blöde Bömmelmütze. Okay, irgendwie machen wir keinen Schaden. Das gefällt mir nicht. Ich gehe hier weg. Ich verschwinde. Tschüss. Oh nein, jetzt ist er da gleich nochmal rein. Nee, oh nee, oh nee. Wir verlieren echt gerade viel zu viele Leben. Oh Jesus. Okay, wir brauchen noch zwei Räume. Dann können wir hier endlich abhauen. Hi. Yay, das war gut. Da wollte ich sneaky entkommen und laufe einfach überall rein. Lass mich gehen. Huh. Oh ne, schon wieder so ein Raum. Ah, ich will euch einfach kaputt trampeln. Okay, das gefällt mir wirklich nicht. Diese Item-Kombination, die wir gerade haben, ist nicht cool. Komm noch rum. Okay, es kann man also auch in Räume teleportieren, in denen man schon mal war. Das ist jetzt nicht ganz so cool. Aber gut. Aber gut. Ja, ja. Aber gut. Gar nichts ist gut. Alles scheiße hier. Ich will endlich die Ebene verlassen. Oh nein. Okay. Hm. Was war da? Haben wir das Bümsenbaby? Nee. Hä? Ach so. Ich dachte, wir hätten das Bümsenbaby. Um das mal kurz zu erklären. Weil die Viecher, die da eben im Raum waren, diesen Bümsen geschossen haben. Und dann dachte ich mir, dann kurz nachdem wir die besiegt haben, hatte ich schon gar nicht mehr im Kopf, dass die Gegner da waren. Hatte nur noch im Kopf, da war ein Bümsen und da dachte ich erstmal, wir hätten ein Bümsenbaby. Ja. Nur um mal kurz zu erklären, wie mein Hirn funktioniert. Oh, Damage. Danke. Nehme ich an. Nehme ich sehr gerne an. Voll, das ist ein kontinuierlicher Damage-Up. Den verlieren wir auch nicht, weil es halt ein Trinket ist. Hä? Wir behalten unseren Tränen-Effekt? Unseren Gift-Effekt von dem anderen Trinket? What? Sind wir auch noch ein Skorpion oder was? So. Das Gute ist, die können wir auch einfach von vorne angreifen. Und die sterben trotzdem. Toll, oder? Finde ich auch so. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir behalten wirklich? Okay, wir sind scheinbar ein Skorpion-Löwen- Stier. Da war aber schon mal drin. Verdammt. Gut, ich bin wieder verwirrt. Wo muss ich hin? Ich war doch jetzt schon überall. Oder nicht? Ich hasse Curse of the Darkness. Ich hasse es. Hier waren wir auch schon. Hä? Und hier war dieser komische Raum. Nee, doch nicht. Warte, gibt es hier noch einen anderen Raum? Wo wir noch nicht waren. Ah, Tatsache. Okay. Das erklärt so einiges. Wie viele Bomben haben wir jetzt verschwendet für diesen einen Raum, in dem wir eben waren? Nur um uns da jedes Mal rauszusprengen. Viele. Ja, stimmt. Aber wir, wir haben ja die Bomben. Wir machen eine Blutwasserspur. Das machen nur die coolen Leute. Nur die coolen Leute machen eine Blutwasserspur. Jo, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Ich habe gesagt, wir nehmen das mit. Gib mir eine Münze. Wo kriege ich jetzt eine Münze her?
Ich will das mitnehmen. Nee, ist mir ernsthaft. Ich will das mitnehmen. Gib mir jetzt eine Münze. Gut, dass wir Maudado haben. Der heilt uns immer. Komm schon, das ist keine Münze. Gib mir jetzt meine Münze. Ich bestehe darauf. Wieder keine Münze. Gibst du mir eine Münze? Ich bin ein ganz gemeiner Stier, hab Angst vor mir. Es reimt sich. Ich bin ein ganz gemeiner Stier, habe Angst vor mir. Na, so ein bisschen zumindest. Au. Und wir sollten einen Devil Room bekommen, weil... Ach, vergesst es einfach. Vergesst es einfach, was ich gesagt habe. Und ich hätte jetzt trotzdem gerne Münze. War da dann eventuell ein Shopkeeper oder sowas, den man in die Luft sprengen könnte? Wir brauchen Geld. Wo kriegen wir Geld her? Ich hätte gerne Geld. Ja, hi. Und Money, Money, Money. Dankeschön. Yes, nehmen wir mit. Wie kommen wir hier raus? Da oben. Okay, 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 okay. Endlich können wir die Ebene verlassen. Und Bob Swain wird ja auch gerewollt, von daher ist es uns egal, ob wir es mitgenommen haben oder nicht. Was haben wir jetzt schon? Oh, yes. Wir haben Doppelshot, und zwar einen richtig schnellen Doppelshot, der auch noch zurückkommt. Oh Gott, okay, das ist cool. Das ist cool. Zudem sind wir Lord of the Flies, machen übelst viel Schaden. Die Gegner verfolgen unsere Tränen, weil es diese magnetisierten Tränen sind. Was sonst noch? Wir haben noch dieses komische Baby dabei, das jetzt nicht so ganz cool ist, aber... Okay. The Empress macht dann, glaube ich, nur stärker. The Emperor wäre natürlich besser gewesen. Und wir haben den 3-Dollar-Bill, so wie ich das gerade sehe. Okay. Interessant. Das sieht ja auch cool aus. Guckt euch das mal an. Ich finde das cool. Okay. Anscheinend haben wir auch noch Homing Bombs. Das ist ja auch interessant. Homing Bombs sind auch cool. Zu denen haben wir eine Brille. Achso, die Brille ist dieser Doppelshot. Ja, okay. Okay, okay, okay. Ist sogar recht logisch. Eine Münze nehme ich einfach mal nicht mit. Au. Du hast mir wehgetan. Au. Du hast mir doppelt wehgetan. Was soll denn das? Wir haben fast volle Leben. Das sieht also alles gut aus. Das können wir mal aufsprengen. Pow. Jo, dafür sind wir natürlich jetzt ganz schön langsam. Auch unter anderem, weil wir eben dieses doppelte Lebensupgrade eingesammelt haben. Aber das wird ja eh gleich gerewollt, also. Mein Job. Nice. Und anscheinend haben wir auch noch diesen Schlagring. Hier, noch ein Tier-Sub. Nett. Jo, das merkt man ja richtig. Hä? Moment, was? Keine Ahnung, auf jeden Fall ist unser Tier-Sub ganz voll. Auch nicht schlecht. Jetzt schießen wir wieder drei Dinger. Das ist richtig merkwürdig. Ja, also, hä? Ich verstehe das nicht. Selbst mit einem 3-Dollar-Bill? Ja doch, wir haben den 3-Dollar-Bill. Deswegen waren die Tränen auch eben so klein. Okay, ist interessant. Haben wir ab und zu den Proptosis-Effekt auf jeden Fall. High Error, was gibst du ein schönes? Was ist, wenn ich das jetzt hier nochmal einsetze? Komme ich dann wieder in die normale Welt? Wir probieren es aus. Ja, okay. Cool. Können wir den Boss nochmal besiegen? Wo auch immer der sein mag.
Oh nein, Speeddown. Nein, wie soll ich jetzt überleben? Hier waren wir anscheinend überall schon. Ah, Mann, wo ist jetzt der Boss? Boah, wir sind echt eine richtig langsame Fliege, ne? Sind Fliegen nicht eigentlich so schnell? Wo bist du jetzt hin? Shit. Ich hätte gern eine Karte. Haben wir den Boss schon besiegt? Nee, ne? Ich glaube nicht. Aber hier waren wir überall schon. Okay. Habt ihr Weg gefunden? Münzen, damit wir die nächste Sache kaufen können, wenn da irgendwas Schönes wäre. Herz brauchen wir nicht. Wie viele Spinnen wir auch haben. Wo kommen die denn schon wieder alle her? Ja, können wir alles nicht gebrauchen. Nochmal Samples, okay. Da ist der Boss. Perfekt. Hi. Ach, schon Mutti. Okay, hi Mutti. Das heißt, wir kriegen sogar noch unser Polaroid. Was? Wir brauchten echt über 20 Minuten? Geil. So, blaue Herzen durch schwarze ersetzen ist auch immer ganz toll. Ein Geschenk. Black Judas hat ein... Oh, yeah, wir sind Money Boy. Money Boy mit den nicht losfliegenden Tränen. Yo, yo. Was geht? Das bin ich. Okay. Wozu den Boss besiegen? Unnötig, braucht man nicht. Was sind wir jetzt? Ja, wir sind eine verrückte Katzenlady. Juhu. Und wir haben beide Laser. Und können sogar rückwärts lasern. Sehr interessant. Unser Schaden ist sogar auch recht hoch. Trotz Laser einen hohen Schaden, okay. Das ist natürlich auch cool. Normalerweise soll man den Laser ja nicht mitnehmen, weil das immer ein Damage Down ist. Aber mit so viel Damage Up ist das eigentlich recht cool. Also mir wird immer gesagt, ich soll die ganzen Laser nicht mitnehmen. Aber ich tue es trotzdem jedes Mal. Haha! Bin voll der Rebell. Hey, guckt euch das doch mal an. Wie cool. Und vor allem kann uns jetzt unser Curse of the Darkness nichts mehr anhaben, weil wir können alles mit unserem Laser erhellen. Pschu, pschu, pschu. Au. Die verrückte Katzenlady. Bringt uns zwar jetzt nichts, die Katzenlady zu sein, weil wir halt Laser haben, aber trotzdem recht cool. Weil eigentlich macht die verrückte Katzenlady einfach nur, dass man Katzen verschießt. Und diese Katzen können durch alles durchgehen. Also durch Gegner durchgehen zumindest. Aber das kann Laser ja sowieso. Okay, irgendwie ist unser Schaden doch nicht so toll. Den habe ich mir stärker vorgestellt. Schon wieder diese weiße Karte, die hatten wir eben auch schon. Was denn? Los mit den Karten. Das wollte ich gar nicht, scheiße. Ich wollte eigentlich eine Bombe setzen. Jetzt habe ich meine Resistance... Dings weggeschmissen. Meine Resistance-Rude. Na toll. Alles deine Schuld, Lust. Alles deine Schuld. Dafür nehme ich jetzt deine Telepille mit. Ich glaube. Was verschießen da diese grünen Dinger eigentlich? Ach, auch wir. Oh, okay, wir verschießen grüne Dinger zusätzlich. Ich glaube nämlich, die machen am meisten Schaden, nicht der Laser.
Okay. Ach, mit dem Laser kann man auch noch selber angreifen. Der ist ja auch gut zu wissen. So, hier waren wir schon. Kamen wir hier von links oder von rechts? Wir sind jetzt einmal im Kreis gelaufen, oder? Glaub schon. Naja. So, Mutters Herz. Bist du vielleicht auch irgendwo? Okay, genau. Wir kamen von da rechts irgendwo. Wir können fliegen. Das heißt, wir verlieren nur ein Leben. Hm. Wo müssen wir hin? Ich hasse Curse of the Darkness. Ich hasse es. Das verwirrt mich. Keine Map zu haben ist doof. Sag bloß, hier geht's nicht weiter. Nein, wo muss ich jetzt hin? Was zum... Waren wir hier oben schon? Da war der Geheimraum, okay. Der Supergeheimraum. Supergeheimraum heißt ja, dass hier in der Nähe der Boss... Ja, gut, das. Ist er ja. Hi. Verdammt. Oh, wir hätten die... Wir hätten... Moment. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust, jetzt nochmal gegen den Teufel zu kämpfen. Sorry, sorry, sorry. Ich wollte auch gar nicht in den Errorraum reinkommen. Okay, haben wir geschafft. Ja, war doch witziger als gedacht. Auch wenn nicht so witzig wie gedacht. Wisst ihr Bescheid. Gut, das war die Glitch-Challenge. Dann beim nächsten Mal, wir schauen auf jeden Fall mal in alle Dinger rein. Und wenn das dann zu langweilig aussieht von Anfang an, so wie die Bumble-Challenge, dann lassen wir das gleich. Gut, also potenziell noch 4 Challenges. Mal gucken, was sie halt sind. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschalten würdet. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge. Bis zum nächsten Mal und tschüss.